Wir können nicht vernünftig und ängstlich zugleich sein, entweder oder. Mein Name ist Gabriel Palacios und ich befasse mich schon seit eh und je mit dem Unterbewusstsein und folgedessen auch mit der Angst. Denn die Angst ist eben ein Parameter, der im Unterbewusstsein immer wieder hier und da mitspielt. Was ist Angst eigentlich? Du musst dir vorstellen, dein Gehirn kennt mehrere Modi und ein Modus ist der Modus der Angst. Angst ist wie ein Frühwarnsystem. Das ist wie der Bewegungsmelder vor deiner Tür, der eigentlich dann anspringen sollte, wenn ein Einbrecher vor der Tür steht. Doch Achtung, dieser Bewegungsmelder weiß nicht, was wirklich Gefahren sind und was nur womöglich Gefahren sind. Und deshalb schaltet sich dieser Bewegungsmelder auch dann ein, wenn eine Katze vorbeiblitzt oder wenn ein Falter vorbeifliegt. Aber nicht immer nur dann, wenn ein Einbrecher vor der Tür steht. Genau das geschieht in unserem Geiste auch. Unser Geist, der vergleicht vergangene Situationen mit jetzigen Situationen und sagt, Achtung, das, was jetzt geschieht oder Fragmente daraus, die hast du so schon mal in deiner Vergangenheit erlebt. Und dann warnt dich die Angst davor, dass das aus der Vergangenheit jetzt wieder geschehen könnte. Angst will dich warnen, will dir helfen, das Überleben zu sichern. Angst kann aber nie ein zuverlässiger Betreuer sein. Die Vernunft, die kriegt von all dem gar nichts mit, weil unsere Energie ist, währenddem wir in der Angst sind, nicht gleichzeitig in der Vernunft. Wir können nicht vernünftig und ängstlich zugleich sein, entweder oder. Je mehr Angst wir haben, desto unvernünftiger werden wir. Und je mehr Vernunft wir haben, desto weniger Angst haben wir. Wenn also die Information über die Vernunft verläuft, dann dauert das länger. Wenn es schnell gehen muss, wenn unser Gehirn überreizt, dann läuft die Information über das limbische System, also unser von Emotionen getriebenes Gehirn, und über die Amygdala, den Mandelkern. Die Information muss schnell verarbeitet werden. Wir handeln dann aus dem Affekt. Wenn du also Angst hast, dann ist die Energie in deinem Gehirn nicht an der richtigen Stelle. Und immer dann gilt es, sich selbst ins Bewusstsein zu rufen, hey, ich bin jetzt gerade nicht in der Vernunft. Angst kann also sich ein sicheres Überlebensretter sein, Angst kann aber auch überschwappen und dann wird es Panik. Und Panik ist sicherlich kein guter Begleiter. Immer dann, wenn wir panisch sind, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, hochzugehen in die Vernunft. Immer dann werden wir eben von den Emotionen geleitet und kontrolliert. Du entscheidest selbst, ob du dich von der Angst lenken lässt oder nicht, indem du immer wieder in die Vernunft lernst zu gehen. Das kann man trainieren. Man kann üben, in die Vernunft zu gehen. Man kann üben, achtsamer sich selbst und den inneren geistigen Prozessen gegenüber zu werden. Und wenn allein dieses Bewusstsein in dir jetzt schon etwas ausgelöst hat, dann habe ich erreicht, was ich erreichen wollte, nämlich Leichtigkeit, Klarheit und dieses Wissen dir weitergeben zu können, damit du mit diesem Wissen dir selbst helfen kannst, dich nicht mehr von der Angst kontrollieren zu lassen.